Harrison Ford, er will auch 80 einfach arbeiten. Am 13. Juli 2022 ist Harrison Ford 80 Jahre alt geworden, doch an Ruhestand denkt er noch lange nicht. In einem Gespräch mit der New York Times bekräftigte der Schauspieler einmal mehr, dass er seinen Job immer noch liebe. Ich liebe die Herausforderung und den Prozess, einen Film zu machen, sagte er. Ich fühle mich wie zu Hause. Das ist es, was ich mein Leben lang gemacht habe. Im Sommer 2023 ist Harrison Ford zum 5. Mal in seiner Paraderolle des Indiana Jones zu sehen. Doch gerade stellt er sein neuestes Projekt vor, die erste Serienhauptrolle seiner langen Karriere. An der Seite von Helen Mirren, 77, spielt er in 1923. Das Prequel der hochgelobten Western-Serie Yellowstone startete gerade beim Streamingdienst Paramount Plus. Für die Hauptrolle des Ranchers Jacob Dutton musste sich Harrison Ford verjüngen. Ich bin 80 und spiele einen 77-Jährigen, scherzte Ford. Das ist schon ein bisschen viel. 1923 und Indiana Jones 5 sind aber nicht die einzigen Projekte des Senioren. In seiner nächsten Serie Shrinking spielt Ford einen Therapeuten, der bei seinen Klienten mit gnadenloser Eichkeit punktet. 2024 folgen zwei Auftritte im Marvel Cinematic Universe, als Thaddeus Thunderbolt Ross, in Captain America, New World Order und Thunderbolts. Ich habe ziemlich viel am Stück gearbeitet, was ich normalerweise nicht tue, sagte Ford über sein aktuelles Pensum. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber es ist einfach passiert. Neu erfinden will er sich aber nicht. Ich will einfach nur arbeiten.